Servus, grüß euch. Ich bin's der Michi Nikolaus, euer Baristermacher aus dem Chiemgau. Ich möchte euch heute ganz gerne eine Maschinenvorstellung machen. Und zwar geht es heute um die Profitec Move. Die, und zwar die ganz, ganz neu. Ihr habt es richtig gehört. Wir haben die ganz, ganz neu da in der Ausstellung. Die wird also auch erst jetzt irgendwann einmal im November, Mitte, Ende November, kommt die offiziell raus. Aber wir haben es jetzt da, wir haben es zum Testen gekriegt. Ganz ausnahmsweise. Ich möchte euch gerne ein Video machen und ich möchte euch das gerne mal ein bisschen vorstellen, weil es echt total cool finde, für knapp unter 2000 Euro, wirklich ein schöner, perfekten Dualboiler mit volumetrischer Tasteneinstellung, mit allen Sachen, also im Prinzip eine Vollausstattung. Ich möchte es euch gerne herzeigen und ein bisschen erklären. Dazu kommt die Profitec-Mühle, und zwar ist das die Twist, die A54, die 54er Mahlscheiben, die möchte ich euch genauso ein bisschen was, kurz ein bisschen was dazu sagen, warum das gut zusammenpasst und warum das uns das eigentlich als Set sehr gut gefällt und das bei uns in der Ausstellung auch drin ist. Wir würden uns total freuen, wenn euch das Video gefällt, wenn ihr uns teilen würdet, abonnieren würdet, bitte sehr gern. Wir wollen da gerne ein bisschen bekannter werden, gell? Unter die Baristermacher wollen wir uns gerne ein bisschen einen Namen machen, weil wir halt einfach tatsächlich mittlerweile im 18. Jahr reparieren, also wir sind Techniker, so verkaufen wir auch, das heißt, dass eine Maschine schön ausschaut, seht ihr ja selber auch und ihr kauft ja auch eine Maschine, nicht nur nach dem technischen Detail, sondern auch ein bisschen nach dem Ausschauen. Das passt perfekt. Was da drin ist, wissen wir. Und da können wir euch sehr gerne an die Hand gehen und wir werden uns total drüber freuen, wenn ihr euch da ein bisschen melden würdet. Also, fangen wir gemütlich an. Profitec und ECM. Wir sind Profitec und ECM Fachhändler. Ganz einfach aus dem Grund, wie schon gesagt, wir sind Fachhändler, wir wollen was verkaufen, natürlich, das ist ja ganz klar. Aber, und das ist ganz wichtig, wir wollen auch den Nachservice mitmachen. Wir machen seit 18 Jahren einen Service von Kaffeemaschinen, egal ob Siebträger, Feuerautomat oder Gastromaschinen, gell? Oder Vending. Wir wollen die reparieren. Wir wollen tatsächlich Gutes mit handwerklicher Kunst erhalten. Also, jeder freut sich, wenn er eine Maschine hat, die lang lebt, die 20 Jahre in einer Küche steht. Sowas freut mich und das finde ich total cool. Ich habe selber schon sehr, sehr alte Maschinen. Ich bin manchmal mehr Sammler wie Jäger. Und ich freue mich einfach über die alten Maschinen, die alle noch eins zu eins laufen. Und das ist eigentlich eine coole Sache. Und genauso haben wir eben ECM und Profitec als Hersteller für uns auch mitentdeckt. Wir haben uns ein bisschen zusammengeschlossen. Die fahren seit Jahren schon diese Buy-Local-Philosophie. Das heißt, kauf lokal, regional bei dem Fachhändler, der es nicht bloß irgendwas umeinander tut, sondern tatsächlich technisch sie erklären kann, technisch auch reparieren kann und vor allen Dingen da drüben auch eine Werkstatt hat. Also ein wirklicher Technikpartner und dies über die nächsten Jahre hinweg. Weil irgendwann gehört es halt, können wir mal über Dichtungen austauscht und solche Geschichten. Und seid ganz ehrlich, oder sind wir ganz ehrlich, ich weiß nicht, ich bin ganz ehrlich, ich möchte halt, glaube ich, eine 30 Kilo Maschine nicht irgendwie mit einem Götterboten oder wem auch immer mit einem Paketdienst durch die ganze Weltgeschichte rumschicke, dass ich es dann irgendwann repariert kriege. Ich möchte es gern regional, lokal bei meinem Fachhändler hinstellen und sagen: Michi, da ist was undicht, schau mal bitte drüber. Und dafür haben wir da. Und das ist total cool, weil ECM und Profitec genau dieselbe Philosophie fahren. Die verkaufen ausschließlich über einen Fachhändler und du musst das halt einfach kennen. Ich bin Professional Barista und Röstmeister. Wir machen da sehr gern Kurse her, wir zeigen euch das alles. Gell? Von daher passt das eigentlich super zusammen und wir freuen uns da ganz fürchterlich drüber, weil wir jetzt eine wesentlich größere Ausstellung haben. Kommt bitte sehr gern vorbei, wir freuen uns da echt voll drauf. Und ja, genau. Entschuldigung. Also, fangen wir gemütlich an. Die Profitec Move. Die Profitec Move ist in dem Fall, in der Ausführung, wenn wir es da so da stehen haben, das ist eine ganz perfekte, schöne Dual-Boiler-Maschine mit einer volumetrischen Einheit, mit einem Display, wo du alles einstellen kannst, mit einem Wassertank, ganz eine bärige Sache. Ich mache es einfach mal ein bisschen auf, und zwar, ich habe hinten einen schönen, sauberen Wassertankdeckel, und wer Profitec kennt, oder wer ECM kennt, weiß, das ist jetzt kein so dünnes Blech, wo das so umeinander verbirgen dort oder so, gell? Das ist ein richtiges Blech. Ich bin Maschinenbautechniker, ich kann keine Schaffungskanten sehen, haben wir auch nicht, weil sonst, gell, ich mag das nicht, wenn ich mir für 500 Euro oder 5000 Euro Maschine kaufe und dann tue ich mir beim Putzen die Finger aufschneiden. Das geht nicht. Macht Profitec auch nicht. Das sind wirklich schöne, ist ein schönes Blech, das birgt sie auch nicht von selber durch und das ist einfach eine schöne, anständige, schöne Qualität. Es ist daher von oben, es ist matt, poliert, das seht ihr da unten und am Tassenblech genauso. Das finde ich eigentlich ganz, ganz schick, weil dieses Hochglanz ist auch super schick, brauchen wir gar nicht reden. Aber dieses matt poliert finde ich eigentlich schon einmal kurz darum wertiger. Das ist schon eine coole, nette Sache.
Wir haben hinten, einen 3-Liter Wassertank. Da möchte ich auch ganz kurz ein bisschen was sagen. Es ist ein 3-Liter Wassertank mit einem kleinen Stöpsel, mit einer großen Öffnung. Ihr könnt den Wassertank sauber machen. Ich glaube, dass das so ganz, ganz wichtig auch ist, auch dann im Handling daheim, nicht bloß im Verkauf, sondern im Handling daheim. Wir wohnen im Chiemgau, wir wohnen sehr kalklastig, da sind viele Ablagerungen drin im Wasser. Und ich möchte gern, dass wir, wir wünschen uns sehr gerne dieses offene Auge. Wie schaut denn mein Wassertank aus? Ist der Wassertank schon ein bisschen was mit Kalk drin oder so eine Geschichten? Habe ich das eins zu eins in meiner Maschine natürlich auch mit reingespült. Deswegen, ein schöner großer Wassertank, einfach bitte gern anschauen. Ihr könnt mit den Händen reinfahren, das ganz normal sauber machen. Es gibt Maschinen, egal ob 500 Euro oder 7500 Euro, die haben so einen Wasserkanister mit einer kleinen Öffnung drin, wo du nie wieder da reinkommst zum Reinigen. Und das finde ich eigentlich fürchterlich schade, egal bei welcher Maschine, weil ich möchte es halt einfach sauber machen können. Und das ist halt auch immer Lebenszeit. Ihr habt es da hinten drin, ihr könnt es da hinten einfach schön reinlangen und auch da drin alles putzen. Und ich glaube, ihr hört es ein bisschen, auch da schneidet ihr euch nirgends die Finger auf. Das ist tatsächlich eine richtig bärige Profideckmaschine, die wahrscheinlich dieselbe Krankheit haben wie ich als Maschinenbautechniker. Scharfe Kanten sind doof. Und die kann man nicht sehen. Also das heißt, wir haben die da nicht. Wir können da wirklich ganz normal das sauber putzen und auch wirklich schön reingelangen. Die Öffnung ist auch schön groß genug, dass man das einfach sauber machen kann und ohne, dass man sich verletzen kann. So, wir haben da hier vorne haben wir das Tassenblech. Das möchte ich euch kurz zeigen. Jetzt kommen wir so raus da. Da ist auch nochmal das Profitec-Logo mit drauf. Das finde ich eigentlich ganz top. Das ist so eingelösert halt, gell? Und auch da, kommt es da bitte vorbei. Auch da schneidet man sich nirgends die Finger auf. Und auch wieder, das ist ein richtiges Blech. Wir haben manchmal Maschinen, die haben so 3-4 Jahre alt. Da gespannt, da hat der Kunde vielleicht eine schwerere Tasse oder so. Und dann ist das Tassenblech schon so. Und das ist eigentlich ein bisschen schade. Das muss, glaube ich, gar nicht sein. Deswegen, nicht zum Verbirgen, ganz normal, schön zum Reinigen. Auch hier ganz normal, schön zum Aufmachen, also zum Reinigen und zum Saubermachen halt. Bitte seid ihr nicht, bitte gern nicht in den Geschirrspüler da. Das weiß ich nicht, das mit dem Salz in dem Geschirrspüler, es ist alles ein Inox, das ist also ein nicht rostender Stahl, also VA praktisch, aber es kann nicht Schweißpunkte drauf und ich möchte da auch nicht, dass da irgendwas mit dem Salz vom Geschirrspüler dann vielleicht irgendwas reagiert. So, wir haben ganz normal schön rein da. Wir haben da an der Seite haben wir den ganz normalen Einschaltknopf. Ihr wisst selber, was da passiert. Man schaltet es halt rein, gell? Entschuldigung. Also Einschaltknopf. Fantastisch. Ohne den geht es nicht, gell? Deswegen, ja. Wir haben auf der anderen Seite, auf der Seite, haben wir ein Doppelmanometer. Das ist eine ganz wichtige Sache. Einmal, weil es ein Kesseldruckmanometer ist und einmal, weil es ein Brühdruckmanometer ist. Das Kesseldruckmanometer zeigt euch den Kesseldruck im Dampfkessel an. Ihr habt zwei Kessel da drin, zwei Kupferkessel, weil es eine Dualboiler-Maschine ist. Einmal mit 0,7 Liter, also Dampfvolumen, Tee- und Dampfvolumen, und einmal mit 0,4 Liter Kaffeevolumen. Also die erkläre ich auch gleich nochmal die ganzen Heizungen, wie die da so liegen. Das Kesseldruckmanometer zeigt euch den Dampfdruck, also den Kesseldruck im Dampfteekessel. Dazu kommt, muss man auch gleich noch ein bisschen sagen, das variiert natürlich ein kleines bisschen, weil ihr bei der Maschine über das Display eben auch noch eine PID-Steuerung habt. Ihr könnt also sowohl die Kaffeetemperatur so verstellen, wie es euch gern, wie es nach eurem Gusto, wie es euch passt. Genauso wie ihr die Dampftemperatur halt auch verstellen könnt. Und je höher ihr die Dampftemperatur stellt, desto höher ist natürlich auch der Kesseldruck, sprich die Anzeige da herunten. Das zweite Manometer finde ich eigentlich genauso, finde ich unverzichtbar, extrem wichtig, weil es ein Brühdruckmanometer ist. Wir können das schon mal ohne Brühdruckmanometer auch austarieren oder sowas, an Kaffee oder sprich einmal gerade. Aber eigentlich macht es die Sache transparent. Das heißt, wenn ihr mit dem Brühdruckmanometer den Brühdruck in eurem Siebträger drin habt, dann wisst ihr eigentlich, wie euer Mahlgrad steht. Das ist also so ein Dreieck, der Mahlgrad, der Siebträger, der Brühdruck. Und danach kann ich das richten. Läuft es schnell raus und ich komme nicht auf meinen Brühdruck, bin ich einfach zu grob gemahlen. Das heißt, ich muss da praktisch die Mühle ein bisschen feiner stellen. Tropft es nur raus, ohne dass was rauskommt, oder nur tropfenweise was rauskommt, dann ist halt für mich auch das Zeichen, ich sehe es unten am
Blutdruckmanometer, dann bin ich halt bei 13, 14 Bar oder so eine Geschichten. Und dann weiß ich, aha, ich muss da bitte gerne mal ein Hundertstel Gräberstein, einfach eine Spur Gräberstein, ich erkläre es dann auch nochmal. Und dann läuft es eigentlich schon durch. Das heißt, das Blutdruckmanometer zeigt den Druck im Siebträger, in einem Kaffee. Oh, das ist der Mahlgrad. Also eine ganz wichtige, sperrige Sache, unverzichtbar, ganz eine schöne Geschichte eigentlich. So, ganz kurz die Äußerlichkeiten. Ihr habt wunderbar schöne, das ist ein kanadisches, kanadische Nuss, Walnuss, kanadische Walnuss. Das Holz, also das heißt, die Maschinen werden mit Holzapplikationen ausgeliefert, sowohl im Siebträger wie auch bei den Tee- und Dampfknipferl. Dazu kommt, wir haben die Möglichkeit, dass wir uns in demselben Holz, in dem identischen Holz oder in der Holzart, die ihr gern möchtet, auch verschiedene Tempingstations und Tempergriffe machen, dass das alles, ich glaube, ganz schlüssig schön zusammenpassen wird. Ritzt uns da bitte sehr gerne drauf an, weil wir haben diese ganzen Tempergeschichten und Siebträgerstationen auch bei uns in der Ausstellung zum Anschauen, in dem wunderbar, in dem schönsten Holz, was es gibt, egal was für Art und Weise. Genau, also schaut super, wirklich schön aus, eine ganz schöne Geschichte. Zum Siebträger muss ich gleich was dazu sagen. Da haben wir uns Siebträger, gell? Der hat da unten einen Silikondeckel drauf. Man sieht das, glaube ich, so ganz gut. Ich stecke das mal in die Kamera. Und es ist zuerst einmal ein Öha, was ist denn das? Danach muss ich sagen, und jetzt komme gleich wieder. Das ist ein normaler Siebträger, das heißt ein normaler Siebträger, wie gesagt, beides Messing-Siebträger, die haben also ein schönes Gewicht, die halten auch die Wärme sehr gut, das ist also eine geschickte Sache. Aber beim normalen Siebträger haben wir ja da unten den Auslauf. Ich kann also bei dem Siebträger, kann ich mir auswählen, ob ich einen zweiten Auslauf hernehme oder ob ich es weg tue und einen bodenlosen Siebträger habe. Das ist also ein All-in-One. Also ein Multifunktionssiebträger. Und das ist eigentlich eine ganz wie nette Sache, weil das, ich finde, total praktisch eigentlich ist. Und das da, und was ich ganz wichtig ist, was ich für ganz wichtig empfinde, wir haben Reparaturmaschinen, wenn man da das Sieb da unten raus tut, dann haben wir da unten das ganze Messing und da den Auslauf, das wird bei manchen halt einfach nicht so oft gereinigt. Da schaut man nicht oben nach, da ist das Sieb drin und dann schaust du halt erst in 4 Wochen nach und dann denkst du, oh, Himmelhilfe. Da sind ein Haufen alte Kaffeerestel drin, das ranzelt, da ist Kaffeeöl und Öl ranzelt halt einfach. Das will man nicht so gern haben. Da darf ich gleich dazu sagen, und das ist eigentlich wirklich praktisch, weil das Silikon, das ist wie ein Plastikstäpsel, gell? Wenn man das so anschaut, und das jetzt bitte einfach in die Geschirrspülmaschine. Dann haben wir da keine Ablagerungen. Dann schmeckt es hier wirklich auch den Kaffee so raus, wie es es gehört, ohne Ablagerungen, ohne irgendwelche Kaffeerestel, Kaffeefettrestel, die vielleicht irgendwo ein bisschen ranzlig warten oder halt einfach nicht so gut haben. Deswegen eine schöne Sache, so ein Multifunktionssiebträger und lasst sie wieder schön zusammenbauen und dann ist das eigentlich ganz, ganz einwandfrei da. Natürlich ein 1202er Sieb dabei, ist eh klar, sowieso, bei Profitec sowieso. Ist sogar ein kleiner wirklicher Temper, das gehört auch erwähnt. Andere Maschinen, egal ob der Preisklasse oder noch her, haben so Plastiktemper drin. Und das ist total schade bei der Wertigkeit. Und das gespannt man, die haben da ein bisschen auf eine Wertigkeit gelegt, auf eine richtig gescheite Qualität. Das heißt, ihr kriegt was für euer Geld. Ihr habt also verschiedene Siebeinsätze, ihr habt den Multifunktionssiebträger dabei und ihr habt einen kleinen Edelstahltemper dabei. Und zwar ist das auch schon ein normaler, schöner Stahltemper. Der hat vielleicht noch nicht so das Gewicht wie ein großer, aber ihr habt einen Stahltemper und kein Plastik irgendwie. Also von daher, ganz eine schöne gute Sache. So, schauen wir ein bisschen weiter. Und zwar, ihr habt da 2 Tasten. An den 2 Tasten, das ist eine volumetrische Maschine, könnt ihr eine Tassenfüllmenge einstellen. Das ist also eine Maschine, die mit ihrer Ringbrühgruppe, da komme ich auch gleich nochmal drauf, volumetrisch programmierbar ist. Das heißt, ihr dürft jetzt bei der einen Taste eine Espresso-Taste einstellen und bei der zweiten Taste eine andere Tassenart, die sie halt auf die Milliliter halt so einstellen und variieren könnt, wie sie das gerne merkt. Es ist eine Timersteuerung, keine Flowmetersteuerung, aber das ist jetzt relativ, das ist für außen im Haushalt ist eigentlich Gnädel, weil die Maschine halt einfach über einen Timer das steuern tut, wie lange läuft die Maschine schön durch. Wenn der Mahlgrad aber passt, bin ich auch da reproduzierbar und das passt schon ganz gut. Zur Ringbrühgruppe möchte ich noch ein bisschen was dazu sagen. Die Ringbrühgruppen sitzt
bei derer, die hat eine gesättigte Ringbrühgruppe. Das ist eine ganz hochpräzise, schöne, bärige Maschine. Mit ihrer PID-Steuerung, die ich übers Display machen kann, komme ich auch gleich nochmal drauf. Aber der Kupferkessel, die liegt auf dieser Ringbrühgruppe direkt oben drüber drauf. Das heißt, wir haben keine verschiedene Temperatur zwischen der Brüheinheit und dem Kessel, dem Kaffeekessel. Andere Maschinen haben zum Beispiel den Kessel da drüben und da drüben ist praktisch die Brühgruppen. Das heißt praktisch von da nach da hast du Temperaturverluste. Da ist vielleicht auf der Seite am Kessel ist der Temperatursensor. Du hast Temperaturverluste zur Brühgruppen und dann passt schon wieder nicht ganz genau. Das ist schon tatsächlich so eine Sache. 1, 2 Grad schmeckt man wirklich tatsächlich über raus. Wir machen das auch beim Barista-Kurs. Deswegen, Ringbrühgruppe. Der Kessel liegt auf dieser Ringbrühgruppe drauf. Wir haben also, es ist sichergestellt, wir haben praktisch da und da dieselbe Temperatur. Das ist also ganz gewandt. Und dadurch ist die Maschine erstens schon mal präziser, weil du halt, wenn ich das PID direkt Kessel und Brühgruppen verheiraten tue, habe ich eine Temperatur und eine richtige, präzise Temperaturmessung. Von daher echt eine schöne, gewandte Sache. Und lasst sie, wie gesagt, einstellen. Ihr könnt also zwischen, boah, jetzt muss ich schnell nachschauen, zwischen 85 Grad und 95 Grad, 98 Grad. Ihr könnt also alles so einstellen von der Brühtemperatur her selber, wie ihr das wollt, wie euer Kaffeesorten ist. Beim Robusta, der ist halt ein bisschen stabiler, der hält ein bisschen höhere Temperaturen aus. Bestimmte Arabica sind ein bisschen empfindlicher, die schmecken einfach mit 90 Grad ein bisschen runder als wir mit 92. Aber ihr stellt euch das so ein, wie euer Gusto, wie euch das schmeckt, wie ihr euch das gern wünschen tat. Ganz normale T-Düse mit, Dampfdüse, T-Düse mit dabei, genauso wie es heute auch gehört, gell? Ich komme runter dran. Wir haben die Möglichkeit, dass wir da einfach immer verschiedene Düsen, das ist jetzt standardmäßig ist eine Zweilochdüse dabei, da haben wir halt verschiedene Düsen drauf besorgen, also besorgen und einfach draufschrauben, ob Dreiloch, ob Vierloch in einer geraden Strich, also in einer geraden Linie drin. Es gibt also lauter sich in die Sachen, wo ich das einfach nochmal schön machen kann. Ihr seht ja da gleich das Innenrohr nochmal. Und zwar, es ist ein No-Burn-Rohr. Das heißt, wir haben also dieses doppelte Rohr, also Plastikrohr nochmal drin. Und ihr könnt also da einwandfrei Mischung machen, ohne dass ihr euch die Finger brennen tut. Und das passt eigentlich schön. Das ist eigentlich eine schöne, geschickte Sache. Das Display, das ist ja eigentlich ganz klitzeklein. Und das finde ich eigentlich total nett. Das ist ein OLED, ein vollwertiges OLED-Display. Das heißt, mehrzeilig, ihr könnt alle Informationen da abrufen. Und das tragt aber auch nicht auf das Display. Das ist also nicht wie bei manchen anderen Maschinen, wo du nicht weißt, ist es ein Tablet mit Kaffeemaschine oder eine Kaffeemaschine mit einem Tablet, weil halt die Displays dann so groß sind. Ich stehe da drauf, ist halt einfach jeder, hat seine eigene Spinnerei, das passt dann einfach auch. Passt genauso gut, gar kein Ding. Aber das tragt nicht auf, kann man schön. Du kannst Maschinen wunderbar anschauen und wir reden von einer handwerklichen Maschine. Das sticht dann nicht als allererstes ins Auge und trotzdem ist es da. Also ist total cool eigentlich. Und ihr könnt einen Timer einstellen bei der Maschine. Wann schaltet die Maschine einschalten? Ihr könnt die Dampftemperatur, die T-Temperatur einstellen. Die Maschine hat eine variable Präinfusion. Das heißt, diese Vorbrühung kann ich auch noch so einstellen, wie ich es gerne hätte. Je länger meine Vorbrühung ist, desto mehr Aroma, also das je länger meine Vorbrühung ist, desto länger befeuchte ich den Kaffee, desto mehr er kühlt auf und umso besser ist mein Aroma vom Kaffee. Also das kann ich so machen, wie mir das gefällt. Von der Prävention, Präinfusion her, kann ich beide Tasten so einprogrammieren, wie ich es halt gern hätte. PID-Steuerung, da drüben für einen Dampf-Teekessel und für den Kaffeekessel, ganz genauso. Eine Reinigungserinnerung, ein Eco-Standby, das heißt, die fährt einfach ein bisschen runter mit der Temperatur. Eigentlich hat die Maschine für unter 2.000 Euro alles drin, was man brauchen kann, und das aber so verbaut, dass es wirklich ganz stabil ist, dass man eine langwertige, also eine langlebige Qualität hat, andere Bauteile verbaut, also wie bei anderen Herstellern, einfach Bauteile verbaut, wo du siehst, aha, das ist ein Bauteil, das gibt es seit 15 Jahren, das wird immer noch stetig verbaut oder verbessert und verbaut, die einfach langlebig sind, und wir haben da, glaube ich, eine wahnsinnig tolle, schöne Qualität. Ich bin da ganz, ganz begeistert von der Maschine. Wir haben die jetzt zum Testen hergekriegt und auch vom Kaffeedurchlauf, von der Präzision her, ist das eine ganz schöne, geschickte Sache. Da müssen wir auch mal schauen, dass wir da mal so Präzisionsvideos machen, wo wir mal die Temperatur ein bisschen mit überwachen, bei 10 Bezügen oder auf die Temperaturstabilität. Aber ihr habt es für knapp unter 2.000 Euro, ich sage es nochmal, eine perfekte Dualboiler-Maschine. Eine ganz eine Silent Pump ist drin. Das heißt, die Maschine brüht, also du hörst die Pumpen schon mal wesentlich leiser. Die ist wirklich schön gedämmt. Ihr habt eine ganz bärige Maschine für den Preis. Vollwertig, Vollausstattung. Und ihr könnt
die im normalen Leben, wenn meine eure Kinder in der Schule, in der Schulzeit wieder mal wieder vergessen, ich rede jetzt von meinen Kindern, Entschuldigung, ist egal, ihr kennt sie im normalen Haushalt, das heißt im normalen Familienleben, ihr kennt sie so einstellen, dass das mit der Mühle sauber passt, dass da die Füllmenge sauber passt und das ist wirklich eine schöne, gemütliche Sache, auf die Taste draufdrücken und ihr habt immer dieselbe Füllmenge. Ist echt, wenn ihr es einmal gehabt habt, gibt es es gar nicht mehr so leicht her, weil es wirklich gewandt und praktisch ist. Und trotzdem habt ihr eine Maschine, wo ihr, wenn ihr sagt, jetzt habt ihr neue Kaffeesorten, habt ihr eine Röstung gemacht, vielleicht habt ihr dann selber schon einen eigenen Röster mehr, verreparieren und verkaufen ja Röst, kleine Röstmaschinen ja auch noch. Wo sagt ihr derzeit mal einen neuen Kaffee austesten, neu austarieren? Wie schmeckt er mit 30 Sekunden, 35 Sekunden, 40 Sekunden vielleicht sogar mal? Was für Espresso-Verhältnis mache ich da? Ihr habt also eine professionelle Maschine da, in einem wahnsinnig tollen Gehäuse gewarnt und aber auch noch so hergerichtet, dass ihr im normalen Leben, wo man halt für das vielleicht nicht alle Zeit hat, das reproduzierbar in der richtigen, sauberen Qualität rausbringt, aber auch Sparrad in der professionellen Schiene alles so machen könnt, wie ihr es gerne machen möchtet. Also wirklich eine schöne Sache. Ich kann es euch sehr gerne ans Herz legen. Das ist die neue Profitec Move. Die haben wir bei uns in der Ausstellung stehen. Wir können es euch gerne herzeigen. Freuen wir uns natürlich sehr. Profitec, Lieferbeginn ist Mitte, Ende, ich glaube Ende November. Das heißt, die werden dann so im Dezember, Januar, werden die dann ausgeliefert. Oder je nachdem, wie das Weihnachtsgeschäft heute auch ist. Aber Vorbestellungen werden bereits entgegengenommen. Wie gesagt, ich kann es euch herzeigen. Kommt da bitte sehr gerne vorbei. Ich freue mich da voll darüber, weil es eine coole Sache ist. Dazu haben wir eigentlich ganz lieb und ganz nett die kleine 54er Mühle. Die gibt es als 54er Mühle und auch als 64er mit 64er Mahlscheiben oder als 54er Mahlscheiben. Das könnt ihr euch so aussuchen, wie ihr das gerne haben möchtet. 54er habe ich jetzt halt einfach da in der Ausstellung. Ich habe hinten nur eine Zero-Mühle mit 64er Mahlscheiben. Die habe ich aber in einem anderen Video auch schon mal vorgestellt. Ihr habt eine stufenlose Mahlkraftverstellung. Ihr habt also hinten eine Schnecke. Und das ist eigentlich eine schöne Sache, weil die Schnecke hat eine ganze Maschinenbautechniker, hat also ein dickes, großes Gewind praktisch. Und wir haben da, wenn ich den Mahlkranz festhalten tue und das Drehradl, das Verstellradl verstellen tue, haben wir nicht viel Spiel. Also das ist wirklich möglich, spielfrei gibt es nicht mehr, aber ein ganz geringes, kleines Spiel. Das heißt, ihr könnt also wirklich schön den Mahlkranz einstellen. Es gibt manchmal so Maschinen oder Mühlen, wo das nicht so toll gemacht ist. Da musst du halber die Drehung zurück tun und die Spul wieder raus tun, damit sich die Mahlkranz überhaupt erst versteht. Das haben wir da überhaupt nicht. Sollte euch bei den Mahlscheiben was reinfallen, haben wir hinten zwei Schrauben, die kann ich aufmachen, tue die Schnecke einfach weg und kann die Mahlkranz rausnehmen, aussaugen, bitte keine Feuchtigkeit rein tun, weil es halt alle Stahlmahlscheiben hat und wir wollen ja keinen Rost da drin haben. Deswegen keine Feuchtigkeit reinbringen, aber ich kann das rausschrauben, kann den Gegenstand, den Ehering, die Büroklammer oder die Münze, was auch immer, ganz normal da wieder entfernen, schön aussaugen, wieder schön einschrauben, Schnecke drauf und passt wieder einwandfrei. Ich habe da vorne eine kleine Markierung, wo ich einfach meinen Nullpunkt einfach da ein bisschen mit finden kann und den markiere ich mir einfach immer vorher und dann kann ich mir eigentlich mein Mahlgrad von meinem Kaffee eigentlich perfekt schön einstellen. Die Mühle wird standardmäßig mit einem 250 Gramm Bohnenbehälter ausgeliefert. Die schaut eigentlich ganz lieb und nett aus. Ihr kennt es mir da bei den Tasten 1er und 2er Bezug so auch wieder als Timermühle so einstellen, dass von der Zeit her sauber passen tut. Das heißt, je nachdem, was ich für ein Sieb habe, dass die Füllmenge halt einfach schön passt. Ich habe aber, also, und ich habe zusätzlich da hier vorne auch noch das Drehknäpferl, wo ich den Siebträger einfach so einstellen kann. Ich habe da vorher einen Bezerra-Siebträger drin gehabt, deswegen kann man das ein bisschen rauf wieder so einstellen können, dass man der Siebträger von selber nicht rausfallen tut. Es gibt Mühlen, da x mit dem Ellbogen an und dann fällt da der 600 Gramm Siebträger auf deinen Fuß. Dann ist der doch wahrscheinlich gelaufen. Das kann da nicht passieren, weil das einfach, je nachdem wie ich das Radl einstellen tue, einfach schön klebend ist. Wir haben auch keine große Sauerei, weil die Mühle da mit der Kaffee mit einer, über eine Rutsche, das ist wirklich eine schöne Rutsche, schön definiert rausläuft, bin ich ganz glücklich. Wir haben mittlerweile sogar Mahlringe auch für diese Mühle da dabei. Falls man in der Früh ein bisschen zu unterkoffiniert ist und zwei zittern dort oder so, dann haben wir mit diesen Mahlringen, die wir da speziell auch für diese Mühle haben, einfach gar keine Sauerei mehr. Es gibt nur eine Funktion, die möchte ich euch ganz gerne ein bisschen zeigen, weil nämlich die Mühle
wie gesagt, 1er und 2er Bezug malen kann, aber die hat eine Zero-Funktion. Das heißt, die kann ich so einstellen, dass die mir 30 Sekunden pauschal einfach durchmalen tut. Das heißt, ich kann jetzt, wenn ich im Zubehör vom Profitec den Blasebalg dazu bestellen tue, den haben wir auch da, kann ich euch herzeigen, dann kann ich mich da meine vorher definierten Bohnenmengen, also meine 20 Gramm, 220 Gramm, das, was ich halt vorher schon abgewogen habe, in den Blasebalg rein da, lasse die Mühle diese 30 Sekunden komplett leer laufen und drücke dann auf den Blasebalg drauf und habe dann da den Totraum draußen. Das heißt, ich nehme dann diese Mühle als Zero-Mühle, als totraumfreie Mühle her. Das ist total gewandt und wirklich super gemacht. Also ganz eine nette, schöne Lösung. Im normalen Gebrauch wären es mir auch eher als Behältermühle hernehmen, aber wenn ich mal totraumfrei das hernehmen möchte, weil ich halt wirklich keine Unterschiede schmecken möchte vom Totraum her, wenn ich jetzt einen neuen Kaffee einstelle, muss das ein bisschen sauber eingestellt werden. Dann nehme ich gerne das mit dem Blasebalg her. In Verbindung mit dem schönen, mit dem bärigen Sucho-Plan von Profitec ist das eigentlich alles aus einem Guss. Den kann ich euch auch noch ins Herz legen. Wir haben das alles da, bitte, das kommt sehr gern vorbei. Ich glaube, das war es nämlich soweit gewesen von der Erklärung, von der Maschine her. Mir gefällt die wahnsinnig gut und wir haben sie ja eigentlich schon da. Also deswegen kommt es vorbei und langt sie so und runterschmeißen dürft ihr nichts, aber anklagen dürft ihr selber. Und ich darf es euch gern erklären, vor Ort ein bisschen was herzu. Meinetwegen, der wir es auch laufen lassen, wir sauer noch 14 Tage, bis bei uns die neue Ausstellung am Strom so weit angeschlossen ist, dass wir halt alles die Maschinen einmal laufen lassen können, ihr das auch ein bisschen hören dürft. Und wie gesagt, Vorbestellungen werden schon entgegengenommen. Kommt es vorbei, schaut es so, wir zwingen es euch sehr, sehr gern. Ist jetzt ein längeres Video geworden, aber jetzt habe ich halt einfach ein bisschen mehr geredet, das tut mir fürchterlich leid, ich bin sehr ratschert. Aber ich glaube, dass man da das schon ein bisschen erklären sollte und ein bisschen was herzeigen sollte, weil es einfach eine wahnsinnig bärige Maschine ist und mir gefällt das mit ECM und Profitec sehr, sehr gut. Das war es soweit gewesen. Vielen Dank fürs Anschauen, vielen Dank für das lange Anschauen von dem Video. Wir freuen uns über jeden, der uns teilt, abonniert und gerne ein bisschen Propaganda oder ein bisschen Werbung für uns macht einfach, weil wir die Barista-Macher haben und wir wollen da in der Richtung sehr gern bekannter werden. Wir wollen nicht bloß was verkaufen, wir wollen auch Sparer als Techniker auch noch nach wie vor für euch da sein. Wir wollen das gern so miteinander, gern Hand in Hand, so lange erhalten, dass halt wirklich, wenn eine Maschine 20, 25 Jahre alt wird, eigentlich auch jeden eine Freude macht. Uns sowohl als Techniker, natürlich euch auch als Besitzer, weil ihr wisst, ihr habt es einmal gekauft und es lebt man. Und es lebt man ewig. So soll es doch sein. Deswegen, bitte gern teilen, abonnieren. Wir freuen uns über jedes Like. Und am meisten freuen wir uns, wenn jemand bei uns in den Showroom reinläuft und sagt, Hackert Michi, ich habe das Video gesehen, kannst du mir nicht vielleicht einmal die Maschine ein bisschen herzeigen, ein bisschen erklären. Vielen Dank fürs Zuschauen und ich wünsche euch einen ganz schönen Tag.